Ja, ich und der Thomas waren früher öfter im Pfarrerei. In der Zeit, wo wir konfirmiert haben, sind wir oft da, bevor wir, also wir sind dann mit dem Fahrrad ins Kirchen gefahren, in die Kirche, wo wir halt Konfirmandenunterricht hatten. Dann sind wir meistens schon eine Stunde oder zwei früher losgefahren, haben uns aus den ganzen Geldbeutel-Dingern, wo wir gekriegt haben, und aus dem ganzen Zeug, wo wir halt ein Geschenk gekriegt haben, immer mal einen 10er oder mal einen 20er raus. Und haben dann immer in der Ferrara eine Pizza gefressen, haben ein, zwei Cola-Weizen gesoffen und sind dann halt besoffen zum Konfirmandenunterricht gegangen. Und dann danach meistens noch mal Cola gesoffen und dann sind wir weitergefahren. Wieder auf dem Heimweg. Auf jeden Fall saß ich mit denen und habe mich mit denen unterhalten. Und ich muss sagen, das waren halt so, die Gespräche waren schon sehr speziell. Also das waren halt diese typischen Stammtischparolen, ne? Also fing das an mit den Flüchtlingen und da, ne? Eins seiner Lieblingsthemen. Sollen alle zu Hause bleiben und keine Ahnung. Und die haben alle viel geredet so über die Welt und über Politik, aber du hast gemerkt, die haben halt überhaupt keine Ahnung. Und labern da sich gerade eins zurecht. Aber war trotzdem nett so, ne? Ich habe einfach mit denen ich habe die jetzt auch nicht irgendwie verbessert oder belehrt oder so, ist ja auch gar nicht meine Aufgabe. Ja, vor allem ist es halt auch keine so gute Idee, sowas zu machen, weil. Nein, deswegen mache ich es halt immer nicht, ne? Die sind alle so ein Haufen nette Leute so. Aber die können halt auch schon sehr schnell, sehr zügig reagieren, vor allem wenn sie jemanden haben, der sie dann halt permanent korrigiert und so. Aber ich sonst bin da auch, ich bin da aber teilweise auch so, leider. Ich wurde da sehr, sehr nett trotzdem aufgenommen. Die haben sich auch interessiert, wo ich herkomme und so. Das war trotzdem ganz schön. Ja. Damals war es ja noch so, dass du auch das Telefon rausziehen musstest. Genau. Und und ich weiß noch, dass mein Vater und meine Mutter sich damals aufgeregt haben, weil eine Freundin von meiner Schwester hat ein Internet. Mhm. Und die wollten dann anrufen, wann sie es abholen wollten, und die sind einfach nicht durchgekommen, weil die halt dauernd im Internet waren. Ja. Und dann ist mein Vater um 16 Uhr oder 17 Uhr hingefahren, hat meine Schwester abholen wollen, und meine Schwester muss da voll abgegangen sein, und hat gemeint, nee, sie will noch da bleiben und dann so, und keine Ahnung, warum er nicht angerufen hat, und dann hat er gemeint, der konnte nicht anrufen, ist er durchgekommen, und dann hat sich halt herausgestellt, ja, das lag am Internet. Mhm. Ja, und mein Vater war, was meine Schwester angeht, war da immer sehr nachgiebig. Und dann hat er halt gesagt, naja, gut, ich schicke da in einer Stunde oder zwei die Mutter vorbei. Aber schaut zu, dass ihr dann auch fertig seid. Ja, und dann hat er meine Mutter vorbeigeschickt. Ich bin dann mitgefahren, warum auch immer. Wahrscheinlich lief nichts im Fernsehen. Oder ich hatte keinen Bock, irgendwie einfach jetzt rumzwingen. Ja, und dann musste ich aus dem Auto aussteigen, weil meine Mutter zu faul war. Musste an der Haustür klingeln. Jetzt haben die einen fetten Hund gehabt jedes Mal. Habe ich jedes Mal Schiss gekriegt. Scheiße. Und, dann habe ich da geklingelt und habe mir halt jedes Mal fast in die Hosen geschissen. und dann hat meine Schwester wieder eine Stunde noch gebraucht, noch eine halbe Stunde gebraucht, bis sie dann fertig war. Ja. Und meine Mutter und mein Vater natürlich. Ach ja, naja, dann lasse halt. Und das ist doch jetzt was einmal. Und weil halt ich zwei Jungs hier in der Nachbarschaft hatte, aber kein Mädchen, hat meine Mutter und mein Vater halt bei ihr immer Nachsicht gewaltet. Hat sie mir geheißen hat, ja, aber du musst es mal so sehen, du hast die zwei und die hat halt gar keinen und bla. Und ja, dass die uns aber auch gezwungen haben, die mitspielen zu lassen, das haben sie nicht erwähnt. Naja. Als wir dann älter wurden, wurde es anders. Ja. Deine Schwester ist jünger als du, ne? Ich bin der Ältere. Du bist der Ältere. Ich bin jetzt 32, meine Schwester dürfte jetzt 30 geworden sein. Krass, ja. Oder ist die jetzt 31 geworden? Das kann auch sein. Aber die war auch so ganz normal auf einer normalen Schule und so, ne? Hauptschule, ja. Ja. Die war aber nicht besonders gut, soweit ich weiß. Die hat dann nach der Hauptschule noch ein Jahr oder zwei, drei Jahre hat die noch Wirtschaftsschule gemacht. Ja. Also Hauswirtschaftsschule. Aber, ach, keine Ahnung. War alles nicht so das Richtige. Und ich musste dann dauernd hinfahren, musste sie abholen, musste wieder zurückfahren, bla bla bla. Der einzige Unterschied, was mir dann gefallen hat, da die abzuholen, ich hatte damals einen schön aufgetunten Fiesta.
bin mit lauter Anlage und so und ich stehe halt so da und drehe halt voll die Mucke auf, stehe so am Auto, rauche eine Kippe. Das ist schon damals auch noch total durchtrainiert mit fetten Muckis und so und einem leichten Bauch. Und stehe halt so voll wie voll der Schrank neben dem kleinen Fiesta. Und meine Schwester kommt raus von vier ihrer Freundinnen umringt und sie verabschiedet sich dann gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und die alle, muss ich dazu sagen, ne, ich war damals schon 20. Und das waren halt alles so 16, 17, 18-jährige Mädchen. Und natürlich erstmal fett große Augen gehabt, was schon so, wow, was ist mit dem, Alter? Und ich mir so, schon geil. Und dann, man muss dazu sagen, ich habe den Auspuff und alles aufbohrt, ne? Und dann natürlich erstmal voll aufs Gas gesappt. Viel PS hat er ja nicht gehabt, der Fiesta. Dann voll aufs Gas gesappt, erstmal rumgequietscht. Noch bevor ich abbiegen konnte, kommt der Lehrer angeschissen. Ich soll gefälligst anständig fahren, das sind Kinder. Habe ich gesagt, erstens mal sind das alles Erwachsene, alt genug zumindest, dass ihr wissen, wie die Straße funktioniert. Und zweitens, wenn einer nicht aufpasst, bin's ich. Hab voll aufs Gas gesappt, weg. Und dann sie so, Scheiße, das wird mich morgen den Kopf kosten in der Schule. Ja, und 2 Tage später sagt sie so, übrigens, ich sollte einen schönen Gruß von meinen Freundinnen ausrichten. Du sollst das nächste Mal nicht so angeben. Und ich so, hey, cool, hat doch funktioniert. Ja. Naja, Wie alt hatte war deine Zeit. Schwester eigentlich, als sie ausgezogen ist? Auch über 18 dann wahrscheinlich, oder? Meine Schwester war 18, 19, ich war 20, 21. Was ich dich mal fragen wollte, nämlich, weil ich weiß ja, wie das bei mir abgegangen ist. Ich habe ja Meine zwei Mutter, Sch meine Schwester ist nicht direkt ausgezogen, die ist einfach irgendwann einmal heimgekommen. Ah, okay. Richtig ausgezogen ist die nicht, die ist einfach irgendwann einmal gekommen. Und hat Ali ihre Sachen dagelassen? Naja, die hat dann nach und nach irgendwann die Sachen geholt, wo sie dann entweder mit ihrer Freundin oder später dann mit ihrem Freund, mit dem jetzigen Mann halt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mich das damals abgefuckt hat, weil ich den Wichser aus der Schule kannte und das war ironischerweise der ältere Sohn von dem Typen, mit dem meine Mutter dann zusammen war. Der ist ja inzwischen auch gestorben. Hä, Hat er nochmal. keinen Falschen getroffen. Das heißt, deine Schwester war mit ihrem neuen Stiefbruder sozusagen dann zusammen, oder wie? Ja, aber das war bevor die zusammen waren. Also bevor die Mutter mit dem was hatte. Aber mit dem ist sie jetzt auch verheiratet, oder was? Oder war das ein anderer Freund? Nee, nee, nee. Pass auf, das ist alles ein bisschen kompliziert. Also, der Badosch hat 3 Kinder. Eine Tochter und 2 Söhne. Die Tochter hat sich von der Familie größtenteils ein bisschen distanziert, soweit ich das weiß. Die ist irgendwann weggezogen, hat irgendwann, ich glaube, sogar studiert und führt eigentlich so größtenteils ihr eigenes Leben. Dann gibt's den Typen, der mit mir in der Schule war. Das war, soweit ich weiß, der Älteste. Nebenbei bemerkt, ist die Angie, soweit ich weiß, mit meiner Schwester in der Schule gewesen auch. Und auch der Alex. Die waren beide in der Hauptschule und der Kevin war bei mir in der Schule. Der war allerdings ein Jahr über mir, ist aber ein Jahr jünger als ich. Warum auch immer. Und es ist letzten Endes dann so gewesen, dass der Alex und die Angie, also die 2 Jüngeren, in Emskirchen viel rumgehangen haben, weil die in Emskirchen in der Schule waren. Und die haben aber eigentlich woanders gewohnt, keine Ahnung. Und irgendwann ist es dann halt so gewesen, dass dann noch einen Typen an der Schule gegeben hat, namens Kerl, der heißt Danny Appel. Und das ist ein ziemlicher Assi gewesen, der hat ziemlich viel Scheiße gebaut, der war schon mehrfach im Knast gehockt und so weiter, der Alex inzwischen auch, weil er mit dem viel gemacht hat und so. Die beiden haben schon mehrere Zeit im Knast verbracht. Okay. Genau, also es sind, na, genau, wie du dir das schon denkst wahrscheinlich. Es ist eine richtige Assi-Gemeinschaft, die Typen. Ja, Ich ich habe verstehe mich, schon, soweit ja. ich konnte, ich habe mich, soweit ich konnte, von denen ferngehalten, auch weil ich keine Probleme mit der Stress haben wollte. Nebenbei, wenn ich zu der Polizei sage, Abel oder Batosch, wissen die schon Bescheid. Also die sind bekannt, die zwar. Allerdings zu meinem sichtlichen Vergnügen negativ im Gegensatz zu mir. Also negativer sogar als ich. Die meisten sind mit mir dann zufriedener, weil ich aber halt auch umgänglicher bin. Naja, wie auch immer, jedenfalls ist es dann das so, dass meine Mutter und dass meine Schwester irgendwann mit dem Kevin zusammengekommen ist. Frag mich nicht wie, der hat vielleicht seinen Bruder abgeholt, was weiß ich.
Der ist ja, wie gesagt, ein bisschen älter. Und der war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Führerschein schon hatte, hatte der halt seinen Führerschein auch schon. Und auch schon ein Auto. Und der hat dann damals halt, das hat er ja jünger, und der hat dann halt meine Schwester mal heimgefahren, und dann haben die ewig rum und was weiß ich. Und ich mochte ihn halt in der Schule schon nicht, weil das auch so ein Hurensohn war, der mich immer gemobbt hat und alles. Und ich meine damit nicht das, was du und der Ding gesagt hast gestern, sondern der hat halt wirklich Scheiße über mich erzählt. Der hat wirklich mit anderen Leuten war der im Kreis um mich rumgestanden, hat mich verarscht und was weiß ich, also richtig Mobbing halt. Und dazu kommt halt auch noch, dass das halt so ein der betrügt, beleidigt und bescheißt, wo er kann. Der ist im Prinzip halt auch nicht besser als sein Bruder, nur mit dem kleinen Unterschied, dass er ein bisschen mehr in der Birne hat. Was wieder zeigt, wie ich schon mal gesagt habe, dass Sonderschüler manchmal nicht so dumm sind, wie sie vielleicht im ersten Moment rüberkommen. Ja, ich verstehe. Weil sein Bruder so dämlich ist, dass er erwischt wird bei dem, was er anstellt. Er selber aber nicht. Komischerweise. Und es gibt übrigens ein paar solche Beispiele, die ich kenne aus der Sonderschule. Im Vergleich zur Haupt- oder sogar zur Realschule. Ja. Ja, auch immer. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es läuft darauf hinaus. Warte mal kurz meine Beine hochlegen. So. Es läuft letztendlich darauf hinaus, dass der dann irgendwie mit meiner Schwester angefangen hat anzubandeln. Ich war damals schon dagegen, weil ich halt wusste, was das für ein Arschloch ist. Ich habe es versucht, meinem Vater zu erzählen. Ich habe es versucht, meiner Mutter zu erzählen. Eigentlich hatte ich mit meinem Vater damals gedacht, dass ich einen Verbündeten auf meiner Seite habe. Tja, Pustekuchen. Er hat gesagt, ich soll sie einfach machen lassen. Dann habe ich gesagt, naja. Wenn ihr meint, aber gut, ne, ein einziges Mal in meinem Leben habe ich mich aufgeführt wie ihr Bruder. Und dann hat es geheißen, ja, lasst es. Obwohl mein Vater und meine Mutter mir jahrelang genau das gepredigt haben. Dann habe ich gesagt, naja gut, lasse ich halt. Ja, und dann ist letzten Endes genau das passiert, was ich gesagt habe. Er hat sie betrogen, hat sich verarscht, hat sich fallen gelassen. Tja. Und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich die Pointe. Und das wird ein ziemlich hartes Ding. Meine Schwester hat dann mit seinem Bruder und seiner Schwester weiterhin rumgehangen. Ist ja auch in Ordnung, kann sie ja machen. Ist ja ihr Ding, geht mich nichts an. Ich habe damals ganz normal gearbeitet, habe meine eigenen Freunde gehabt, bin mit meinen Freunden saufen gegangen, ins Kino gegangen, ins Schwimmbad gegangen, was weiß ich, was man halt so macht unter Kumpels. Na klar. Und hab halt mein eigenes Leben geführt. Ich war ja da schon 20 und habe dann halt, ja, hab halt angefangen, selbstständig zu werden und mein eigenes Leben zu führen, was man halt so macht mit dem Alter. Hab dann in dem Jahr, wo mein Vater krank geworden ist, auch bereits angefangen, selbstständig Essen zu kaufen, Trinken zu kaufen und so weiter. Sogar mein eigenes Waschmittel und Spülmittel und so weiter habe ich mir gekauft. Alles selbst gemacht. Und da war mein Vater dann im Krankenhaus, da ist dann ständig der Alex hier rumgeeiert. Der war zu dem Zeitpunkt schon vorbestraft, hat zu dem Zeitpunkt schon oft genug Probleme und, und. Und ich habe damals gesagt, ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Ich möchte nicht, dass der hier ist, ich möchte nicht, dass der hier rumhängt. Dann hat er sich bei der Familie eingeschleimt, indem er hergegangen ist und die ganzen Aufgaben, die eigentlich ich machen muss, gemacht hat. Weil ich mir halt damals dann, weil mein Vater immer so akribisch dahinterher war und weil er halt nicht mehr da war, habe ich mir dann halt ein bisschen mehr Zeit damit gelassen als sonst. Und habe halt anstatt Rasen gemäht, bin ich halt lieber weggegangen oder so. Ja. Und dann hat er halt die ganzen Aufgaben gemacht und was weiß ich noch alles. Und mir war das dann an sich wurscht. Sollte er halt machen, was er will. Ich habe halt mein eigenes Leben geführt. Er ist ja nicht arbeiten gegangen. Er hat keine Arbeit gehabt. Er hat kein Ding gehabt und nichts, ne? So. Meine Mutter ist dann hergegangen und hat dem ständig Geld zugesteckt. Dann ist in der Nacht, als mein Vater gestorben ist, das Ganze ist so gekommen. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon dreiviertel Jahr krank. Wenn ich dir zu viel laber, sag's, ne? Ich finde sowas mega interessant, alles gut. Jo. Also bei mir war es dann so, ich habe meinen Vater im Krankenhaus nicht einmal besucht gehabt. Ich kann es nicht hundertprozentig erklären und so weiter. Es hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich ihn gehasst habe oder so. Es hat halt im Laufe der Jahre einige Stress und Probleme und so gegeben. Gut, gibt es Unausgesprochenes häufig und so zwischen weiter. Vater und Sohn, ne? Genau, nur bei uns war es halt wirklich Problem. Also mein Vater hat zum Beispiel mal einen Vorschlaghammer nach mir geworfen. Ja.
aber halt nicht mit der Absicht, mich zu treffen, sondern er war halt einfach sauer, ne? Hat halt auch nicht drüber nachgedacht, nehme ich an. Im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass es auch am Krebs lag. So. Der hat halt Hormonprobleme gehabt dadurch, ne? Durch den Krebs, weil es ja Prostata und so. Als ich das dann irgendwann verstanden habe, irgendwann hat mich mein Vater angerufen, das war nach der Nachtschicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon eine halbe Stunde gepennt, auf einmal klingelt mein Handy. So. Bin dann zu ihm hingegangen, total müde und verpennt und alles. Und hab halt gefragt, ja, was los? Mein Vater war dran. Es gab, ich werde es jetzt ein bisschen auslassen, es gab damals dann halt ein tränenreiches Gespräch und so weiter, wo er mich auch gefragt hat, ob ich ihn hasse und so. Und ich habe ihn halt versichert, dass das nicht so ist und alles. Und er hat mich halt gefragt, warum ich ihn nicht besuche. Und keine Ahnung, hat sich auch teilweise bei mir entschuldigt und so. Und ich habe halt gesagt, dass es nicht daran liegt, sondern es ist halt immer irgendwie was dazwischen gekommen und so weiter. Und keine Ahnung. Und mein Vater hat damals am Telefon geweint. Sorry, Alles klar. ich bin wieder da. In einem der hellsten Momente, weißt Nee, sorry, du? mein Mikrofon habt ihr gesponnen. Erzähl noch mal bitte. Ja, also mein Vater hat halt dann am Telefon auch geweint tatsächlich. Und ich kann bis heute nicht sagen, was das mit mir gemacht hat. War ein komisches Gefühl. Weil ich kannte meinen Vater als unfassbar starken Mann, als einen Mann, den nichts erschüttert, der zwar wütend wird und schreit und sich aufregt, aber Gefühle dieser Art hat er eigentlich zumindest nicht, seit ich alt genug war, gezeigt. Und zu dem Zeitpunkt war er halt auch mit allem drum und dran fertig und so weiter. Am Ende war es dann auch so, dass ich ihm halt gesagt habe, okay, ich komme am Wochenende. Und da bin ich dann auch mit meiner Mutter hingefahren. Dann war sogar die Psychologin, die mit mir geredet hat, die sich um meinen Vater gekümmert hat. Ja, und am Ende war es dann halt das so, dass wir uns wieder besser vertragen haben. Ja, sehr Gut, und jetzt gut. um auf den Hauptpunkt der Geschichte, genau, und jetzt dann auf den Hauptpunkt der Geschichte zurückzukommen. Es war dann so, dass dann mein Vater einige Zeit später, ich habe ihn dann nicht nochmal im Krankenhaus besucht, weil er einige Zeit später nach Hause kam. Und damals war es dann auch so, dass mein Vater unten in mein Zimmer gegangen ist. Er hat dann so ein Pflegebett bekommen, ne, wo du seine Seite hochmachen kannst und. Weil er konnte auch keine Treppen steigen und so weiter und alles, genau. Und ja, er ist dann halt einfach da gewesen. Und ich habe ihn dann auch ab und zu mal besucht und so, habe mit ihm geredet und alles. Und er hat das erste Mal, keine Ahnung, das erste Mal seit vielleicht 20 Jahren, oder Quatsch, 20 Jahren ist damals Blödsinn gewesen, das erste Mal seit vielleicht 10 Jahren oder 12 Jahren hat er Interesse an Sachen gezeigt, die mich interessieren. Und hat mich gefragt, und das Poster habe ich heute noch hier, das ist wie ein Schatz für mich, ich habe ein Iron Maiden Poster. Und dieses Poster war damals in der Wand neben meinem Bett, beziehungsweise neben der Stelle, wo sein Bett dann war. Und da ist dann das, da hat er mich dann gefragt, was das ist und so. Und habe ich gesagt, halt, das ist halt eine Band und habe ein bisschen was darüber erzählt. Und habe ihn halt auch ein paar Sachen über meine anderen Sachen erzählt und über meine zukünftigen Pläne mit Wacken. Und zu dem Zeitpunkt wollten wir dann auf Wacken gehen. Und habe ich aber auch noch gesagt, dass ich halt nicht weiß, ob ich da hingehen sollte und so weiter, wenn es ihm jetzt nicht so gut geht und alles. Und er hat damals wortwörtlich zu mir gesagt, egal was passiert, geh da hin und genieß die Zeit da. Ja. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber etwa 2 bis 3 Wochen später ist er dann gestorben. Genau. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen, noch einmal. Bin irgendwann von der Arbeit heimgekommen, plötzlich war er nicht mehr da. Und meine Mutter hat gemeint, ja, der ist heute früh ins Krankenhaus gekommen, es ist ihm schlechter gegangen. Und ich habe ihn dann auch besucht in Neustadt im Krankenhaus, ein paar Mal. War dann bei der Grillparty. Bin dann abends noch auf Feiern gegangen. Meine Mutter war schon den ganzen Tag nicht zu Hause. Die ist den ganzen Tag bei den Badoschs gewesen oder auf Arbeit. Und ich bin dann
auf der Grillparty gewesen. Von der Grillparty aus bin ich nach Nürnberg in die Disco gefahren. Und von der Disco bin ich dann um 2, 3 nachts heimgefahren. Dann war ich um 2, 3 zu Hause. Oder um 3, 4. Und meine Mutter war noch nicht zu Hause. Meine Mutter hat normalerweise eine Garage, wo ihr Auto in der Garage steht. Aber die hat eigentlich immer davor geparkt, wenn mein Vater nicht da war, weil die zu faul war, die Garage aufzumachen, Auto reinzufahren, die Garage zuzumachen. Und es ist halt echt so, dass meine Mutter dann nicht zu Hause war. Und ich war halt völlig fertig. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Hab meinen Onkel und meinen Paten und alle angerufen und so. Meinen Paten habe ich dann auch noch vollgeheult. Mitten in der Nacht, 2, 3. Aber hat halt gesagt, alles in Ordnung und so, ne? Und hat gewusst, dass mir nicht gut geht und so, ne? War halt für mich da auch. Hab mich dann auch beruhigt und alles. Und ich bin dann losgefahren, um zu prüfen, ob die noch bei dem Badosch ist. Und da stand das Auto. Man muss dazu sagen, die ist damals immer mit dem Auto von meinem Vater gefahren. So. Ich bin dann. Ich wollte eigentlich dann was abziehen. Ich bin dann eigentlich hergegangen, habe den Ersatzschlüssel mitgenommen, wollte dann das Auto nehmen, wollte das Auto wegfahren. Und ja, hat aber leider nicht funktioniert, weil ich den falschen Schlüssel dabei hatte. Ich habe dann meine Mutter mehrfach versucht anzurufen, über Stunden hinweg. Hab sie dann irgendwann mitten in der Nacht erreicht. Irgendwie eine Stunde oder 2 Stunden später. Und hab sie gefragt, was das soll, wo sie ist und so weiter. Was diese Scheiße jetzt soll da. Was dieser verdammte Fucking soll. Und man muss dazu sagen, ich war damals emotional ganz anders drauf als heute. Heutzutage denke ich mir halt so, naja, dann lass ich doch von dem ficken. Damals war das aber für mich so eine komplette kranke Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, und das ist für mich emotional, das war für mich emotional so ein richtiger, das war kein Dolchstoß, das war wie wenn du mit einem Flammenwerfer auf meine Gefühle losgehst und die einfach abfackelst. Ja, klar, verstehe ich. Ne, also dadurch habe ich viele meiner Emotionen eingebüßt damals, und so will ich das ausdrücken, ne? Nervenenden verschmort sozusagen. Also wegen Flammenwerfer. Und am Ende war es dann das so, dass die halt einfach nur einen Satz zu mir gesagt hat, der für mich den Ausschlag gegeben hat. Du weißt genau, wo ich bin. Und zwar ungefähr in dem Ton. Dann hat sie aufgelegt. Absolut keinen Respekt vor meinen Gefühlen, absolut keinen Respekt vor meinem Vater. Und die war die ganze Nacht bei diesem Badosch. Was hätte ich da denken sollen? Ich bin dann ins Bett. Konnte aber nicht schlafen. Bin dann irgendwann morgens gegen 5 oder 6 bin dann irgendwann eingeschlafen. Habe aber nur 2, 3 Stunden geschlafen, bin dann wieder aufgewacht, irgendwann um 12. Hab dann Kleinigkeit gefrühstückt, da war meine Mutter dann endlich wieder da. So. Weißt du, was als nächstes passiert ist? Nee. Meine Mutter ist reingekommen. Damals in der kleinen Garage. Ich habe nur kurz hingeschaut, um zu sehen, wer es ist, habe dann bewusst gegen die Wand gestarrt. Also habe quasi von ihr weggeschaut und dann die gegenüberliegende Wand gestarrt. Rechts vor mir. Nicht einmal auf mein Fernseher, sondern wirklich auf die Wand. Ich wollte mich konzentrieren, dass ich nicht rumschreie. Ja, weißt du, was sie gesagt hat? Nee. Rainer, der Baba ist. Ich drehe mich rum und habe nur rausgebracht, nee, bitte sag, dass das nicht so ist. Und den Satz konnte ich nicht einmal zu Ende sprechen, ich habe schon geheult. Und Das da war war sie im nicht bei einem Prinzip anderen Mann? in der Nacht. Genau. Alter. Genau. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich so einen Hass auf meine Mutter schiebe. Also das geht echt gar nicht. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Die Jahre daraufhin wurden noch viel schlimmer. Es ist dann so gewesen, dass Das ich ist schon rumtelefoniert heftig, habe Alter. Das und ist schon alles. echt heftig. Und jetzt pass auf. Das ist nämlich auch noch so eine interessante Sache. Meine Mutter hat, Quatsch, meine Mutter.
Mein damals einer meiner fünf besten Freunde von damals war der erste, an den ich gedacht habe. Den habe ich angerufen und habe ihn gefragt, ob er vorbeikommen kann, um mir ein bisschen beizustehen und so weiter. Ich wusste, dass der mit seinem Kumpel eigentlich ins Kino wollte, den ich auch kenne und alles. Die hatten irgendwie Konzertkarten oder irgendwas in die Richtung. Aber er hat sofort gesagt, klar, ne, ich komme vorbei, bin sofort da und alles. Hat sich ins Auto gesetzt, ist losgefahren. Die waren schon zusammen. Sein Kumpel hat ihm dann auch noch gesagt, er soll mir auch noch mein Be sein Beileid ausdrücken, was ich ihm auch hoch anrechne. Und wir waren damals jetzt so eine Clique von mehreren Leuten, hatten auch, die Leute hatten auch eine Band damals und so. War jetzt so eine richtige, ja, so eine richtige Jugendclique, also so eine erwachsene Jugendclique halt, ne? Ich verstehe schon, Waren ja. halt alles schon 18 und so, nach 18, 20 rum. Genau. Und es war dann das so, als er dann dabei war, sind dann ins Krankenhaus gefahren und keine Ahnung, emotionale Unterstützung und alles. Aber ich, und das musst du jetzt mal vorstellen, ich bin der Einzige gewesen, der dahin ist. Wie? Meine Mutter ist nicht hin, meine Schwester ist nicht hin. Ich bin der Einzige gewesen, der dahin gefahren ist und den Vater nochmal gesehen hat. Ich habe meinen toten Vater gesehen. Weißt du auch, warum ich da hingefahren bin und mir ihn nochmal angeschaut habe? Hat er einen einzigen Grund. Ich wusste, wenn ich ihn nicht sehe, würde ich es nie realisieren und ich würde es vor allem immer bereuen. Ja, ich kenne das Und Gefühl, ja. es ist ein schrecklicher Anblick gewesen, wie er da gelegen hat. Aber es ist der erste tote Mensch gewesen, den ich gesehen habe, war mein eigener Vater. Und ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe. Ich finde, ihm die letzte Ehre zu erweisen, war das Mindeste, was ich ihm tun konnte. Ja. Ja. Und ich habe es halt so bereut, dass ich da nicht am Tag vorher hingefahren bin, weil ich wollte ja an dem Tag, vor allem, ich hatte es sogar, als ich aufgestanden bin, noch geplant, ne, dass ich jetzt frühstücke und dann reinfahre. Also ich wäre sowieso eine Stunde später oder was reingefahren. Na. Am Ende war es dann so, dass meine Mutter in dem darauffolgenden Monat kaum zu Hause war. Die ist auf Arbeit gefahren, wenn sie denn mal gearbeitet hat. Meistens hat sie sich krank schreiben lassen. Das ist das Geile daran. Hat dann auch relativ schnell ihren Job verloren, logischerweise. Warum auch arbeiten? Mein Vater war ja nicht mehr da. Warum sollte man also arbeiten gehen? Es ist der Hauptverdiener der Familie ist weg. Es gibt niemanden außer mir, der richtig Geld verdient und arbeitet. Also warum sollte man arbeiten gehen? Ne? Es gibt ja keinen Sinn. Außerdem ist meine kranke Großmutter zu Hause gewesen, die Mutter von meinem Vater. Die war in diesem Zimmer, in dem ich jetzt bin. Hatte ja, das war ja ursprünglich mal ihre Küche, aber zu dem Zeitpunkt war halt hier drinnen ein Bett, ein Tisch, ein Schrank und das Waschbecken, das hier drinnen ist. Und da ist jeden Tag eine Pflegerin gekommen, hat sich um die Oma gekümmert. Und meine Mutter hat sich nicht darum gekümmert. Ich musste mich dann darum kümmern, dass ich meine Oma in ein Pflegeheim bringen konnte. Da muss ich dazu sagen, dass mir die Pflegerinnen, die Schwestern, sehr viel geholfen haben. Rechne ich denen bis heute hoch an, weil die haben sich da um vieles selber gekümmert. Meine Mutter ist ja irgendwann einfach nicht mehr heimgekommen. Ich bin dann, trotz besseren Gewissens und Wissens, bin ich dann nach Wacken gefahren und ich habe zu meiner Mutter gesagt, die hat zu dem Zeitpunkt übrigens schon einmal zu Hause gepennt, mein Vater war gerade mal einen halben Monat tot und die hat schon einmal zu Hause gepennt, das musst du dir mal vorstellen. Und Krank. ich bin dann zu meiner Mutter persönlich, obwohl ich mich dafür gehasst habe, ich bin dann dahin gefahren, zu denen hin, wo ich da am meisten Abscheu vor denen habe, und habe zu ihr gesagt, pass auf, ich, weil der Vater mich darum gebeten hat, das trotzdem zu machen, werde auf Wacken fahren. Ich werde da hinfahren, ich bin 3 Tage lang nicht zu Hause. Ich kann mich also nicht um die Großmutter kümmern, ich kann ihr nichts zu essen hinstellen, ich kann ihr nichts zu trinken hinstellen, ich kann den Schwestern keine Anweisungen geben. So. Die Schwestern wussten bereits davon, weil ich mit denen schon ein paar Mal vorher gesprochen habe, weil es sind 3, 4 verschiedene gewesen. Ich habe mit jeder davon einzeln gesprochen gehabt. Das habe ich mit 20, habe ich das alleine gemacht, mit allem drum und dran, weißt du?
Weil eigentlich ist das meine Mutteraufgabe und so. Vor allem, weil meine Mutter als eingetragene Pflegerin für die Oma da ist, ne? Am Ende war es dann so, dass meine Mutter laut den Nachbarn ein einziges Mal da war, soweit ich weiß, und dann hat sie irgendwie bloß Klamotten für sich selber geholt und das war's. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, meine Oma, das musst du folgendes: Meine Oma konnte nicht alleine aufstehen, sie konnte nicht alleine ins Bett gehen, sie konnte nicht alleine essen oder trinken. Die Schwestern sind frühs gekommen und abends gekommen und weil ich sie darum gebeten habe, haben sie auch mittags mal kurz vorbeigeschaut. Das heißt, die sind hergefahren, haben die raus, haben sie gewaschen, haben sie gewickelt, haben mir was zu essen hingestellt. Und sind dann gefahren, sind dann mittags gekommen, bis in der Zeit war die Oma die ganze Zeit da gestanden, haben sie nochmal gewickelt, wenn nötig, haben nochmal geschaut und keine Ahnung, haben sie dann ins Bett gelegt, sind wieder gefahren und abends sind sie gekommen. Und haben sich hingesetzt und haben mit ihr dann gewartet, bis sie gegessen hat. Und haben sie dann rein ins Bett. Hätten die das nicht gemacht, wäre die Oma die ganze Nacht außen gesessen. Na? Alte Schäden. Ganz genau. Dann ging es weiter. Wir haben einen Hund gehabt damals. Der war im Zwinger, kam nicht raus und gar nichts. So. Es gab eine von den Pflegerinnen, die Susanne, die mochte der Maxl. Soweit ich informiert bin, hat sie ihm ab und zu mal was zu futtern hin. Die Pflegerin, die für die Oma zuständig ist, hat dem Hund was zu fressen gegeben. Ab und zu ist der Alex mal gekommen, soweit ich weiß, und hat dem Hund was zu essen gegeben. Ja, aber wenn ich das nicht gemacht habe, hat das keiner gemacht. Und es war aber nicht mein Hund. Ich wollte den damals so gar nicht. Mein Vater hat damals auch sich noch beschwert über den Hund, wie die Mutter den her hat. Und hat sogar noch wortwörtlich gesagt, okay, wir können einen Hund her tun, aber halt nicht den, sondern halt einen anderen. Einen Hund, der halt auch weiß, wie er sich zu benehmen hat und alles, weil der wusste das anfangs halt nicht. Ist er dann nicht richtig erzogen worden und keine Ahnung. Aber ja, dann ist es halt nicht dazu gekommen. Am Ende war es dann auch so, dass ich alleine auf verlorenem Posten stand. Ursprünglich dachte ich, ich habe mit dem Vater Glück und so. Aber nö, er hat sich dann auch gegen mich gestellt, wie es halt meistens so war. Ja, und am Ende war es dann halt auch so, dass ich dann die Oma in die Pflege habe, weil ich war 20, 22, Quatsch, ich war 20, 21 damals. Oder warte, 2011, ja, 20, 21, 20 war ich da. 21, 22 war ich da. Und ja, dann habe ich die Oma in die Pflege. Da haben mir die Schwestern geholfen. Habe dann den Hund in der. Da hat mir meine Nachbarin geholfen in der Hundeheim. Dann hatte ich noch Hühner, Tauben und Katzen. Nur die Katze habe ich mich selber gekümmert, weil es war meine Katze. Die ist aber irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen. Ich weiß bis heute nicht, was mit der passiert ist. Und naja, die Hühner halt nebenbei gefüttert. Bin dann auch immer hin und habe Hühnerfutter gekauft. Und alles, was weiß ich. Ja. Und jetzt kommt die höchste Pointe von allem. Ich habe dir ja schon eine spezielle Pointe versprochen in Bezug auf den Freund von meiner Schwester. Also pass auf. Mein Vater hat für meine Schwester, als sie geboren wurde, das hat vielleicht dein Vater auch gemacht, ich weiß es nicht, eine sogenannte Aussteuerversicherung gemacht. Das kann man machen für Mädchen, wenn die heiraten. Weil der Sohn im Normalfall ja das Haus und das Grundstück bekommt, ist es dann so, dass die Tochter, wenn heiratet, quasi Geld bekommt, damit sie was in ihrer Ehe mitnehmen kann. Und meistens nimmt sie dann noch die Hälfte des Haushalts oder so mit, den sie von der Mutter kriegt. Zumindest war es früher so. Kenne Und ich das auch so. heutzutage gibt's, genau, und heutzutage gibt es ja die sogenannte, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mitgiftssteuerversicherung oder irgendwie sowas halt. Sagt man umgangssprachlich so, ja. Irgendwie so. Und weißt du, was damit passiert ist? Das hätte eigentlich nur meine Schwester auflösen können, vor allem, weil sie über 18 war. Wenn sie heiratet. Ha. Guter Witz. Meine Mutter, kurz nachdem mein Vater gestorben ist, ist meine Mutter dahin, hat es aufgelöst und hat das Geld genommen. Weißt du, was sie mit dem Geld angestellt hat? Nee. Das Geld ist ja eigentlich für eine Hochzeit. Das ist auch in Ordnung.
So war es auch. Meine Mutter hat die Kohle, meine Mutter hat die Kohle genommen, um die Hochzeit von dem Sohn zu bezahlen, der der Ex-Freund meiner Schwester ist. Geiler Witz, oder? Alter Schwede. Das Geile ist, ich habe erst ein halbes Jahr später davon erfahren. Hätte ich das früher erfahren, hätte ich das früher erfahren, wäre ich vorher zum Muck gegangen, so heißt der Versicherungsvertreter, und hätte gesagt, ey, pass mal auf, meine Schwester ist über 18, meine Mutter hat absolut kein Recht, das irgendwie anzufassen. Sorge ich einmal dafür, dass das gesperrt wird, bevor da irgendwie da mit der Kohle was passiert. Ja. Aber meine Schwester hat mir das erst ein halbes Jahr später gestanden. Hat deine Habe ich Schwester gesagt. denn überhaupt noch Kontakt gehabt zu deiner Mutter? Ja und nein. Meine Mutter ist ja fast anderthalb Jahre mit dem Mischer mitgefahren. Oder hat ihn mit dem LKW mitgefahren. Der ist ja LKW-Fahrer gewesen, der war ja immer unterwegs eigentlich. Und ist dann immer mit dem rumgefahren. Und jetzt pass auf. Die hat einen Hund hier gehabt, ne? In Maxl. Und als die mit dem unterwegs war, hat die irgendwo in Griechenland einen Hund aufgelesen. Und mitgenommen. Das heißt, die hatte einen Hund hier, um den sie sich nicht gekümmert hat, Holst du dann hat dann einen zweiten Hund mit dabei gehabt immer und hat es dann immer im LKW dabei gehabt. What the fuck? Ich konnte die Beweggründe konnte ich nicht nachvollziehen. Ich meine, der Maxl ist ein ganzes Stück größer als die Laila gewesen, aber die konnte sich ja schon nicht einmal. Meine Mutter kann sich nicht mal um sich selbst kümmern. So ist es. Meine Mutter kann sich nicht um sich selber kümmern. Und dann kommt sie aber mit so einem Scheiß daher. Weißt du, da denke ich mir auch so jedes Mal. Und das Pferd hat sich die letzten Jahre dann meine Nachbarin gekümmert. Meine Mutter hat keinen Handschlag dafür getan. Ja, und wie ich neulich im Stream schon gesagt habe, oder gestern sogar, meine Mutter war nicht ein einziges Mal, soweit ich weiß, auf dem Grab meines Vaters, seit er gestorben ist. Das einzige Mal, wo sie da war, soweit ich informiert bin, ist an der Beerdigung selbst. Und ich bin jedes Jahr mehrfach da, dieses Jahr noch nicht so oft, wie ich gerne gewollt hätte. Ich bin jedes Jahr mehrfach da, schau, dass das Grab gut aussieht, mach hier mal ein bisschen was, da ein bisschen was, gieß ein bisschen was. Meistens macht auch meine Nachbarin ein bisschen was am Grab, aber natürlich kriegt sie dafür Geld von mir. Na, wenn sie da Blumen hinmacht und so weiter. Dieses Jahr habe ich ja gesagt, sie soll ein paar Blumen hinmachen. Das Geld hat sie von mir bekommen, weil ich halt nicht hin konnte wegen den Idioten, weil es am Wochenende war das Jahr. Aber ich habe ihm jedes Jahr, bis letztes Jahr, also bis dieses Jahr, habe ich ihm jedes Jahr eine weiße oder eine schwarze Rose gebracht. Jedes Jahr. Genau. Und das habe ich jedes Jahr gemacht. Und das Einzige, was ich weiß, was meine Mutter und meine Schwester in den letzten Jahren für meinen Vater gemacht haben, ist, dass die den Grabstein hingemacht haben. Weil normalerweise ist es ja Holzgrab mit einer Holzeinfassung, wobei die Einfassung nicht zwangsläufig immer ist. Und das wird ja irgendwann weggemacht. Und dann kommt dann irgendwann ja der Grabstein hin. Und es war jahrelang so. Und ich konnte mich da nicht drum kümmern, weil ich hatte keine Informationen, keine Daten und gar nichts. Und meine Mutter hat mir das nicht gegeben. Also konnte ich mich nicht drum kümmern. Irgendwann sind die dann zu meiner Mutter gekommen. Musst du dir mal vorstellen. Die Leute vom Friedhof selber, ja, die sich da drum kümmern, sind zu meiner Mutter und haben bei der da gesagt, pass auf, es ist jetzt so lange und so lange her. Du musst da jetzt dafür sorgen, dass da der Grabstein hinkommt. Der ist aber noch nicht graviert gewesen und nichts. Jetzt hat sich meine Mutter nicht darum kümmern können. Jetzt hat sie schauen müssen, wie sie den gravieren lässt. Dann hat sie ihn aber irgendwann doch geschafft zu gravieren. Ja, und jetzt steht der Grabstein da. Und das ist das Einzige, was ich weiß, dass sie gemacht hat in den letzten Jahren. Ja, muss auf jeden Fall selbst entscheiden, ob das gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist. Das weiß jeder für sich selber. Aber ja. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mit meiner Mutter nichts zu tun haben will. Kann ich verstehen. Jetzt kommt aber noch eine weitere Pointe. Und du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, einer meiner damaligen besten Freunde kam mit, als ich ihn angerufen habe, wegen meinem Vater und so. So.
Meine Schwester hat irgendwann einen Typen kennengelernt. Wir hatten uns in den Jahren, nachdem mein Vater gestorben war, oder unser Vater gestorben war, ein bisschen angenähert, obwohl wir uns vorher nicht so gut verstanden haben. Sowas schweißt ja auch irgendwo ein bisschen zusammen, und auch meine Schwester hat viel abgelehnt, was meine Mutter gemacht hat. Hat auch zwischendurch, ist die auch ausgezogen gewesen da. Da gab es auch viele andere Faktoren, aber da weiß ich nicht alles, was passiert ist. Da habe ich ja nicht viel mitgekriegt. Und dann ist es so gewesen, dass sie. Also dann so gewesen, dass sie mit ihrer Freundin wohin gezogen ist. Und auch mit der da zusammen gearbeitet hat und keine Ahnung. Und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass die einen Typen kennengelernt hat, glaube ich sogar übers Internet, mit dem sie sich eigentlich nur ein bisschen vergnügen wollte, laut ihrer eigenen Aussage, was ja in Ordnung ist. Der Typ war echt in Ordnung. Und ja, mit dem ist sie dann zusammengekommen, ist dann irgendwann schwanger geworden, dann wollten sie auch irgendwann heiraten. Ja, jetzt kommt die Pointe. Meine Schwester hat mir ja monatelang nicht davon gesagt, dass sie schwanger ist. Das habe ich dann erst erfahren, wie sie schon wirklich sichtbar schwanger war. Und auch nur durch Zufall, weil die irgendwas abholen wollten bei mir und deswegen vorbeikommen mussten. Und so habe ich es dann überhaupt erst mal erfahren. Ich habe erst gedacht, die hat zugenommen, weil es ein bisschen komisch aussah. Und habe sie noch aufgezogen. Hey, bekommt der nicht gut, dass du in einer Beziehung bist? Was? Schau mal an. Dann meint sie, ja, wieso? Ich bin schwanger. Und ich so, warte mal, was? Du bist schwanger? Woher soll ich das denn wissen? Ach so, ja, stimmt, habe ich dir ja noch gar nicht erzählt. Naja, es ist ja nicht so schlimm. Es ist mir lieber, wenn du es nicht weißt, wegen den Hatern. Das Ganze ging dann noch ein bisschen weiter. Und zwar hat sie mir nicht gesagt und auch nicht sagen wollen, hat sich geweigert, mir zu sagen, wann der. Wann sie das Kind kriegt. Im Jahr 2016 hatte ich keinen Strom, hatte keine Möglichkeiten, was zu machen. Meine Schwester und ihr Freund wollten eigentlich das Haus und Grundstück kaufen und. Hat sich aber dann auch alles irgendwie erledigt. Und sie haben mir halt nicht gesagt, wann sie das Kind kriegen. Ja, am Ende ist es dann auch so gewesen, dass ich. Es erfahren habe. Und zwar am Tag der Geburt meiner Nichte. Weißt du, wie ich es erfahren habe? Nee. Ich habe auf Twitter Nachrichten bekommen in Massen. Teilweise sogar Nachrichten auf mein Handy direkt. Herzlichen Glückwunsch, Fettlord, du hast jetzt eine Nichte. Na, Onkel Drechenlart und lauter solche Sprüche. Die Hater wussten vor mir, dass ich eine Nichte habe. Und zwar noch am Das Tag der ist Geburt meiner Nichte. Mein damaliger bester Freund und ich hatten uns gestritten, ein paar Wochen zuvor, wegen irgendwas. Ich wollte hinfahren, habe mich bei ihm entschuldigen wollen, habe mich versucht, das Ganze mit ihm wieder einzurenken, weil es halt der Kumpel ist, der mir halt wichtig ist und bla. Und es hat erst mal so ausgesehen, als könnten wir das auch. Bis er eine riesige Bombe gedroppt hat. Er hat auch gewusst, dass meine Schwester ein Kind gekriegt hat. Und weißt du, wie er das erfahren hat? Er hat meine Schwester angerufen. Sie hat es ihm gesagt. Und er ist ins Krankenhaus gefahren am Tag der Geburt. Und was hat er nicht gemacht? Mich angerufen oder mich gefragt, ob ich mit will, obwohl er ganz genau wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt weder ein Auto noch eine andere Möglichkeit hatte, da hinzukommen. Ja, ich verstehe. Tja, dass das jetzt aus für die Beziehung und Freundschaft zwischen uns war, brauche ich nicht erwähnen, glaube ich, oder? Naja, ist schon ein großer Vertrauensbruch, so, ne? Ja, der Witz ist, dass ich ihn ursprünglich für einen meiner allerbesten und wichtigsten Freunde gehalten habe. Das Geile ist, er hat es noch nicht einmal begriffen. Er hat es noch nicht einmal begriffen, dass mir das extrem weh getan hat. Ich habe damit mit ihm gebrochen und habe ihn seitdem nur noch ein einziges Mal gesehen und das auch nur undeutlich, weil er im Laden in der Rewe hinter mir stand. Und als ich mich umgedreht habe, habe ich genau gesehen, dass er es ist. Er ist aber in dem Moment, als er mich gesehen hat, in einen anderen Gang abgebogen, obwohl ich mir sicher bin, dass er da gar nichts gewollt hatte. Krank. Ja, das ist mein Leben. Und das ist Ja, nur ein ganz ganz schön. kleiner, und das ist nur ein ganz kleiner Teil meines Lebens. Mein ganzes Leben ist so verlaufen.
Mein ganzes Leben ist so verlaufen, Alter. Von 30 Jahren, 32 Jahren, die ich jetzt nun fast schon auf dieser Erde wandle, habe ich eine Handvoll Tage gehabt, in denen ich glücklich war, in denen ich mir um nichts Sorgen machen musste. Und das nur an die ich mich erinnere. Ich muss sagen, es sind 18 Jahre, in denen ich Hate und Mobbing ausgesetzt war. 10 Jahre Schule, 8 Jahre Hater. Und dazu kommt dann noch, dass ich mich an die ersten 5 bis 7 Jahre meines Lebens nicht erinnere, weil zu klein, zu jung, zu lange her. So, wie viel bleibt dann übrig? 18 minus 7? 18 plus 7, meine ich. 25. Ja, 5 Jahre. 5 Jahre meines Lebens. Das ist gar nichts. Davon waren, und natürlich waren auch nicht davon alle Jahre glücklich. Naja, im Prinzip musst du noch 3 Jahre nämlich abziehen von den 5, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es gibt nämlich die sogenannten 3 Höllenjahre, so nenne ich die immer. Ja, das hattest du mal erzählt. Ja, Auch das, wo das ist dein so. Unternehmen insolvent gegangen ist und so. Ja, das ist so gewesen. Als ich endlich, ich wurde fest übernommen in eine Firma. Hab mich total gefreut, hab mir gedacht, ja Mann, ich schaff's, ich krieg endlich die Kurve. Im ersten Jahr ist meine Oma gestorben, die ich über alles geliebt habe. Im zweiten Jahr mein Vater und im dritten Jahr ging die Firma pleite. Und ich stand wieder auf der Straße. Scheiße. Das heißt, du musst von diesen 5 Jahren noch 3 abziehen, dann bleiben 2 übrig. Als mein Vater starb, ja, etwa eine Woche später, saß ich mit meiner Mutter über Unterlagen zusammen, die wir für die Beerdigung alles brauchten. Das war nur ich und meine Mutter, waren in der Küche. Der ganze Tisch war voll mit irgendwelchem Zeug. Und da war nur eine kleine Ecke, wo dann die ganzen Papiere waren. Ich habe zu dem Zeitpunkt kaum Zeit im Haus verbracht. Ich war eigentlich immer draußen. Deswegen weiß ich nicht mehr, was da alles lag. Ich weiß nur, dass das alles voll war. Und ich bin dann, ich war halt einfach da über den Unterlagen gesessen, habe das gelesen und keine Ahnung. Und dann meinte meine Mutter halt so, hat ihre Sachen zur Seite gelegt, hat mich angeschaut, ganz tief in die Augen und meinte, du sag mal, Rainer, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt einen neuen hätte? Ich habe darüber kurz nachgedacht und habe ihr dann ehrlich gesagt, natürlich wusste ich schon, was Sache ist. Pass auf. Du kannst dir einen neuen suchen. Das geht mich absolut nichts an. Dein Leben ist nicht mein Leben und dein Leben geht mich nichts an. Wie du dein Leben führst, musst du selbst wissen. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon alt genug gewesen, erwachsen genug. Im Gegensatz zu meiner Schwester stand ich auch auf beiden Beinen, weil ich damals, wie gesagt, eben noch normal gearbeitet habe. Es war ja, wie gesagt, eine Woche oder zwei, nachdem mein Vater gestorben ist. Damals war ich noch der festen Überzeugung, dass mein Job sicher ist, vorerst zumindest. Ja. Also habe ich erst einmal keine Sorgen gehabt in der Hinsicht. Tja, was für ein Fehler. Ich habe ihr dann offen und ehrlich gesagt, pass auf, du kannst dir ruhig einen neuen suchen, das ist überhaupt kein Problem. Aber lass mir und vor allem der Ramona Zeit. Lass uns ein paar Monate Zeit, vielleicht ein paar Jahre. Such dir jetzt halt direkt einen neuen, auch wenn ich schon wusste, was, ne, das habe ich halt nicht dazu gesagt. Ja. Hab gesagt, mir ist scheißegal, was du machst, aber ich will davon nichts mitbekommen und ich bin der Meinung, dass auch die Ramona es nicht mitbekommen sollte. Punkt. Tja. Im selben Atemzug, wo ich aufgehört habe zu reden, fängt sie an zu reden und sagt, naja, das freut mich. Übrigens kommt der Alex, sein Vater, am Wochenende zum Essen. Ich sag so, ja, und was geht mich das an? Naja, ich möchte, dass du da bist, wenn er da ist, damit du den mal kennenlernst. Ich habe Alter. dazu nichts gesagt. Ich habe dazu nichts gesagt. Ich bin aufgestanden, habe das Zimmer verlassen. Das war irgendwie ja Donnerstag oder so. Am Sonntag war er da. Ich bin aufgestanden,
Hab gegessen, natürlich alles in meiner Garage, ne? Hatte einen eigenen Kühlschrank, hatte so eine kleine Mikrowelle, hab dann mir einfach was Fertiggericht gemacht, hab ein bisschen was gegessen, ein bisschen was frühstückt, hab ein bisschen Fernsehen geschaut. So, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich ins Auto gesetzt, noch bevor der überhaupt da war, und bin zu meinem Patenonkel gefahren. Mein Patenonkel war zu Hause, war total überrascht, mich zu sehen, hat ein bisschen was rumgebastelt und gewerkelt, keine Ahnung. Oder war es Samstag? Könnte auch ein Samstag gewesen sein. Jedenfalls war es dann so, er hat irgendwie rumgebastelt und gewerkelt und hab mir einfach dazugesetzt und hat einfach gemeint, ja, hier, halt mal da, mach mal da. Der hat sich, war zwar verwundert, mich zu sehen, hat aber nicht wirklich, ist nicht wirklich drauf eingegangen. Man muss dazu sagen, Gefühle waren noch nie so ein bisschen sein Ding, aber wir haben uns dann halt super miteinander verstanden und wir haben uns, Zeit meines Lebens, haben wir uns nur zweimal gestritten. Das eine war in der Zeit, wo mein Vater krank war, und das eine Mal war dann ein paar Jahre später. Und wir waren dann zusammengesessen, haben dann da ein bisschen an die Autos rumgebastelt und so weiter, und es war cool. Später am Abend sind wir dann reingegangen und haben dann ein wenig am Computer gebastelt. Dann irgendwann ist seine Frau gekommen, meine Patin. Und normalerweise hat sie sich immer aufgeregt, wenn wir am PC gesessen waren, so, ja, es muss alles, das hat jetzt am PC rumhockt, was macht ihr da? Und dann haben wir halt Musik gehört. Ja, dann haben wir Musik gehört, haben Musik, Musik hat er mir dann auf der CD gebrannt und. Und ja, sie hat dann gesagt, ah, cool und so, ne? Ach, sowas hörst du? Und hat sich ein bisschen damit unterhalten. Und er so, ja, und haben wir uns total freundlich unterhalten und alles. Und ich kam mit meiner Partnerin nicht so besonders gut klar. Und dann ist sie in die Küche verschwunden, hat allerdings so in den Haushalt gemacht. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und ich habe mir dann aber schon gedacht, jetzt wird es wahrscheinlich bald Essen geben. Und ich bin, das hört sich vielleicht komisch an, aber ich mag es nicht, bei anderen Leuten zu essen. Auch nicht bei meiner Verwandtschaft. Und ich habe immer, immer, egal ob ich bei meinem Onkel, bei meiner Tante oder bei meinem Paten oder sonst jemandem aus der Familie war oder auch generell bei anderen Leuten, auch bei meinen Kumpels, außer wenn wir jetzt bei meinem Kumpel einen Videoabend gemacht haben, weil da haben wir in seinem Zimmer gegessen. Ich habe immer versucht, mich von Filmen, ich habe mich immer versucht, von solchen Sachen dünne zu machen und mich zu verdrücken. Nachdem er dann, und ich habe mir gehofft, ne, ich habe so gesagt, ja, bitte mach die CD fertig, ich will abhauen. Habe ich nicht gesagt, sondern habe so ein bisschen, ne, und habe dann gesagt, nee, weißt du was, ich glaube, die CD passt schon so, ne, hat gesagt, ja, stimmt, die ist ziemlich voll, hat sie gebrannt. Und dann gesagt, so, ich werde jetzt gleich gehen. Und dann sagt er so, nee, wieso ist er zu gehen? Jetzt wird gegessen. Und ich so, nee, passt schon. In dem Moment kommt seine Frau rein. So, oh, wir sind gleich fertig. Essen ist gleich fertig. Wie weit seid ihr? Ja, wir sind gerade fertig. Ich mache jetzt noch tu noch die CD raus und dann sind wir fertig. Dann kommen wir vor. Und ich so, nee, nee, ich muss haben und so, ne? Ich wollte zwar eigentlich absolut nicht gehen, hatte absolut kein Interesse. Ich habe auch mit ihm ein bisschen drüber gesprochen zu dem Zeitpunkt, mit meiner Mutter und so, was sie gesagt hat und alles. Und auch, dass der heute da ist. Dann hat er auch verstanden, warum ich da bin. Das hatten wir halt alles während des ganzen Gesprächs und das Zocken und das Arbeiten und das keine Ahnung gemacht. Und er hat gesagt, nee, du bleibst jetzt da, du isst jetzt mit uns. Weißt du, was er genau gesagt hat? Meine Mutter hat ja schon seit Jahren kaum noch was Warmes gemacht, ne? Wenn ich was Warmes essen wollte, musste ich selber kochen. Und das wusste meine Patin. Ja. Die hat gesagt, du bleibst jetzt da und isst was mit uns, dann kriegst du wenigstens auch mal was Warmes zu essen. Und ich so voll ein Kloß im Hals und so. Also gut, wenn ihr das so sagt, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das so. Ist in Ordnung. Da waren wir zusammengeguckt, da haben wir uns unterhalten und geredet und ich weiß nicht, was noch alles. Und dann haben wir, keine Ahnung, da waren wir irgendwie wirklich 2 Stunden oder was zusammengesessen. Da war dann schon, keine Ahnung, da war dann schon 7, 8 abends, wo ich dann gedacht habe, kein Risiko, ne, ich kann langsam nach Hause. Haben uns dann verabschiedet und so, alles noch schön herzlich und so. Haben gesagt, ja, ich kann jederzeit wieder kommen, so wie üblich halt. Wenn was ist und so, soll ich anrufen. Alles klar, und dann bin ich halt gefahren. Und ich habe mir Zeit gelassen. Bis ich dann daheim war, war fast 8. Und da ja Sonntag war und ich in 2 Stunden auf Arbeit musste, habe ich mir gedacht, okay, ne, jetzt fährst du heim. Haust noch eine Portion Wäsche in die Waschmaschine und so weiter. Ja. Und dann bin ich heimgefahren und da stand der LKW in der Garage, im Hof. Also Sattelschlepper, ne? Also nur ohne
ohne Anhang halt. Ja, das ungefähr war meine Reaktion. Bin dann, hab mein Auto vor meiner Garage hingestellt, bin ausgestiegen und bin direkt in meine Garage. Bin gerade ins Haus rein. Die Haustür und alles war offen, war ja Sommer. Und ich habe schon Gelächter und Geschrei und keine Ahnung gehört. Bin dann in meine Garage rein, Licht angemacht, Klamotten zusammengesucht, so Arbeitsklamotten und was weiß ich alles in den Korb geschmissen. Ich weiß nicht mehr, was ich gewollt habe. Irgendwas zu trinken, irgendwas zu essen, irgendwas habe ich gebraucht und ich musste dafür in die Küche. Also bin ich in die Küche gegangen. Ja. Weißt du, wo der Wichser saß? Auf dem Platz von meinem Vater. Der Platz, der eigentlich rein theoretisch gesehen an Hierarchie mein Platz wäre, nachdem mein Vater nicht mehr da ist. Und auf dem Sitz, der saß auf dem Stuhl von meinem Vater, an dem Platz von meinem Vater. Ja. Der Alex und meine Schwester saßen hinten an der Bank, aber wir haben das Eckbank gehabt damals, und da saßen die und ich, und er saß auf dem Platz von meinem Vater. Und meine Mutter, die seit Jahren so gut wie gar nicht mehr gekocht hat, hat richtig schön Essen aufgefahren. Richtig einen Kuchen gebacken und Essen gekocht und ich weiß gar nicht, was noch alles. Kuchen gebacken, glaube ich, hat sie nicht, aber ist ja auch egal. Hat auf jeden Fall richtig Essen gemacht. So. Und ich habe die null beachtet. Niemanden von denen. Ich bin reingegangen, ich habe nur das kurz gesehen. Vermutlich so typische Szene, wo sich meine Augen verengen. Wie ich den Gesetzen gesehen habe. Bin dann an den Kühlschrank gegangen und habe irgendwas rausgeholt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Vielleicht habe ich mir auch noch ein kleines Snack geholt oder irgendwas. Oder es könnte sein, dass ich da einen einen Kinderriegel oder irgendwas habe ich da mal reingepackt, weil ich keinen Platz in meinem Kühlschrank hatte. Irgendwas war da auf jeden Fall. Und dann, ich habe die, wie gesagt, nicht beachtet, habe kein Hallo gesagt, kein Guten Morgen, kein Guten Nacht, gar nichts. Als ich das Zimmer wieder Verständlich, verlassen ja. wollte, meine Mutter war am Herd gestanden, hat da rumgewerkelt, hat dann gerade das Essen hingestellt auf dem Tisch. Die waren alle gesessen, waren alle zu faul zum Helfen, was weiß ich. Und dann sagt so meine Mutter, ja, komm Rainer, setz dich hin, Essen gibt's. Habe ich gesagt, nee, ich will nichts essen, ich habe schon beim Bord gegessen. Also, Bord habe ich früher mal gesagt. Oder Borden. Und nee, ich will nichts essen. Ja. Ich hab schon beim Bord gegessen. So. Mein Borden hat mir was gegessen, gemacht. Alles klar, gut. Das war das Einzige. Ja. Da hat auch noch der irgendwas gesagt, aber ich habe null reagiert, bin weitergelaufen. Der hat ja überhaupt nicht das Recht, irgendwie das Wort an mich zu richten. Ja. Ich bin dann raus. Die Wäsche habe ich in dem Moment schon vergessen. Oder habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht, nur wo die Wäsche erst später machen, was weiß ich. Jedenfalls setze ich mich dann so hin, habe noch ein bisschen was gezockt, so eine Stunde oder was. Dann ist mir die Wäsche wieder eingefallen, pack die Wäsche, laufe mit dem Wäschekorb über den Hof. Ich weiß nicht mehr, wie lange das war, auf jeden Fall so eine Stunde oder anderthalb Stunden später. Und zu dem Zeitpunkt waren die fertig mit Essen und er und sein Sohn kommen raus und wollen gehen. Und ich laufe halt so über den Hof und muss dann in die Waschküche, das ist unterm Balkon. Und hab dann da die Wäsche reingetragen. Und dann sagt der auf dem Weg dahin, Tschüss zu mir. Ich habe nicht reagiert, stell meine Wäsche ab und stell fest, fuck, ich habe meine schwarze Wäsche. Ich habe für so schwarze Wäsche damals so ein spezielles Waschmittel gehabt, so ein Flüssig Waschmittel von Spee, damit die Wäsche halt schwarz bleibt. Na, kennst du ja, denke ich, auch. Dann habe ich vergessen. Also, nochmal zurück über den Hof. Und die haben sich in der Zwischenzeit unterhalten. Und während ich dann zurück in meine Garage gehe, sagt die Mutter so, dann sagt er nochmal Tschüss zu mir. Ich reagiere wieder nicht. Meine Mutter scheint irgendwie angepisst zu sein deswegen. Wahrscheinlich wollte sie zeigen, dass ich gute Manieren habe, was weiß ich. Und anscheinend hat sein Sohn auch irgendwas über mich erzählt. Jedenfalls bin ich dann hergegangen, habe mein Waschmittel vom Regal genommen. Musste ich im Prinzip bloß die Tür aufmachen und zur Seite gehen, war direkt auf dem Kühlschrank gestanden, war direkt neben der Tür stand, rausgenommen und ins Haus gegangen. Nicht ins Haus, wieder zurück in die Waschküche. Da sagt meine Mutter so, Rainer, der Jürgen hat Tschüss gesagt zu dir. Und ich habe gesagt, das ist mir scheißegal, was der blöde Wichser zu mir sagt. Das habe ich wortwörtlich so gesagt. Und bin weitergelaufen. Bin gar nicht stehen geblieben, hab auch gar nicht geschrien und gar nichts, hab bloß gesagt, ist mir scheißegal, was der blöde Wichser zu mir sagt.
So, dass ich angepisst war, weil der auf dem Platz von meinem Vater saß und so weiter und das Essen von meinem Vater isst und was weiß ich alles. Das hat die absolut null interessiert und hat absolut keiner von denen verstanden. Da war ich wirklich auf verloren, passt. Meine Schwester hat es nicht verstanden, wobei ich glaube, meine Schwester konnte es minimal nachvollziehen. Der Alex hat es nicht verstanden, meine Mutter hat es nicht verstanden und der Bado schon scheint erst recht nicht. Und jetzt pass auf. Mein Vater eine Woche tot, ja? Meine Mutter hat die Nacht, in der mein Vater gestorben ist, bei diesem Wichser verbracht. Und die haben wer weiß was getrieben. Dann hockt er auf dem Platz von meinem Vater, maßt sich an, mich auch noch ansprechen zu können. Ich bin damals halt, merkst schon, ich bin damals ein bisschen esoterisch gewesen. Und meine Wut ist fast bis ins Unermessliche gestiegen. Ach so, warte mal, ich habe was vergessen. Nachdem ich in der Küche war, war ich noch bei meiner Tante, weil ich angefressen war, dass der auf dem Platz von meinem Vater saß. Da war ich dann noch bei meiner Tante für eine Stunde und habe mit der dann noch einen Kaffee getrunken oder einen Cappuccino. Genau, so war es nämlich, weil meine Tante in Imskirchen gewohnt hat damals. Die wohnt mittlerweile auch woanders. Und dann bin ich heimgekommen, dann habe ich die Wäsche gemacht. So war das nämlich. Ja, spielt aber auch keine Rolle gerade. Jedenfalls, es kommt nämlich die Pointe. Es hat einen Super-GAU ausgelöst, dass ich das gesagt habe. Weil der Typ, warum auch immer, hat sich eingebildet, Autorität ausstrahlen zu müssen und zu meinen, dass er mir irgendwas erklären kann, irgendwas erzählen kann, was ich sage und was ich mache. Und hat dann gemeint, jetzt pass mal auf, du unverschämter Pisser, so ungefähr hat er sich ausgedrückt. Und da hat wirklich auch so Ausdrücke verwendet. Vielleicht solltest du deiner Mutter mal ein wenig mehr Höflichkeit entgegenbringen und ein wenig mehr Respekt entgegenbringen. Ich, meiner Mutter Respekt entgegenbringe, nachdem meine Mutter so eine Scheiße abgezogen hat. Sorry. Ich habe mich rumgedreht im Türrahmen und ich bin ja echt groß, ne? Bin mit dem Kopf fast am Türrahmen oben angestoßen und habe gesagt, Respekt muss man sich verdienen. Und dann geht der ab und mault mich zusammen und schreit mich an. Und ich habe ja echt das Organ, ne? Ich habe das ganze Dorf zusammengeschrien, dass der bloß das Maul halten soll, dass der schauer soll, dass er sich verpisst, dass ich die Schnauze so voll habe, dass die sich hier absolut null breit zu machen haben und. Ich weiß nicht, was ich dem alles an den Kopf geworfen habe. Und der Alex, wenn er auch sonst nichts ist, ist jemand, der kühlen Kopf bewahrt. Wenn er halt gerade besoffen ist. Und der ist dann hergegangen und hat seinen Vater zurückgehalten und hat gesagt, pass auf, ne? Hock mir vorn. Vielleicht konnte der Alex irgendwo auch doch nachvollziehen, dass ich angepisst war, was weiß ich. Am Ende war es dann auch so, dass meine Mutter sich dafür zu Tode geschämt hat. Allerdings über mein Verhalten, nicht über seins. Und ich so angefressen war, dass ich mich ins Auto gesetzt habe und abgehauen bin. Ich bin abgehauen und habe mich irgendwo am Straßenrand in mein Auto gesetzt und habe im Auto gepennt. Banal, wie ich damals war, dachte ich, dass meine Mutter sich Sorgen machen würde, wenn ich nicht nach Hause kommen würde. Dass sie es aber gar nicht feststellt, als ich nämlich dann um Mitternacht irgendwann doch nach Hause gekommen bin. Ja, weil sie selber nicht da ist. Soweit habe ich nicht gedacht. Das habe ich dann erst im Nachhinein erfahren. Als ich eben dann heimgekommen bin um 12 für Einzel. Ja, das war im Prinzip das Ende vom Lied. Ein paar Jahre später hat meine Mutter dann mal was bei mir abgeholt und der Wichser hat mir eine aufs Maul gehauen. Und es sind noch viele solche Sachen passiert. Die Sache ist, dass damals der Alex gemeint hat, wenn ich mich nicht zurückhalte, er mitmacht. Und ich habe mir damals gedacht, Junge, mach mit. Ihr mögt vielleicht zu zweit sein und der Alex hat echt Gewalt. Aber wenn ich in meiner puren Raserei bin, ich heiße nicht umsonst Drache als Spitzname. Ja, auch schon vor YouTube. Drache ist nicht umsonst mein Spitzname. Mach es. Zeig mir, wie stark du bist. Ich schwöre euch, ich reiß euch beiden den Arsch auf.
Wenn ich darüber bloß nachdenke, kriege ich schon wieder eine immense Wut. Hast du eingeschlafen oder was? Mal meine Geschichte einschläfernd. Kann das? Das ist echt angepennt. Mann. Hallo?